Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pitwalker. Heute gibt es ein kleines Angespielt, denn Xbox Live Gold gibt uns wieder ein neues Spiel, also ein neues Spiel nicht, aber gratis ein Spiel, und zwar das, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Guacamele. Soll ein Jump'n'Run sein, habe ich als Information bekommen. Also probieren wir es einfach aus. Drinkbox Studios sagt mir genau gar nichts. Aber ich bin ja nicht der Guru in dieser Welt, schau mal. Schalte die Konsole nicht aus. So. Guacamele! Super Turbo Super Turbo Championship Edition. Von der Grafik schaut es so aus wie einmal dazu mal auf die Automaten. So, das bin ich, jawohl, diese Person auswählen. Spiel schon wieder geladen, gibt es noch keinen. Also. Spiel einstellen, passt. Schauen wir mal. Spielstand 1. Und legen wir mal los. Schauen wir, ob es irgendein Introducing gibt. Juan! Juan, bist du zu Hause? Juan, wach auf, Juan! Das schaut witzig aus. Was kann der? Ah, X schlägt man. Der Grafikstil ist aber irgendwie witzig, gell? Irgendwie ist das, schaut das schon nett aus, gut. Okay. Steuer groß nach oben und kann bei der Tür reingehen. Gibt es da noch weiter irgendwas? Gibt es gar nichts? Ne? Endlich bist du wach. Es ist Mittag. Die Sonne steht im Zenit. Es ist keine Zeit, den Tag zu verschlafen. Das Fest zum Dia de los Muertos steht bevor. Mach dich ein wenig frisch. Ich könnte deinen starken Arm in der Kirche gebrauchen, nachdem du die Zähne geputzt hast. Dann begib dich zur Kirche in Purblucho und irgendwas halt, ja. Ah, da jetzt aber. Okay. Purblucho. Hä? Schon Scham das Ganze. Mansion Forest Field. Hallo. Juan, ich gebe bald eine Fiesta und ich will nicht, dass der Tequila knapp wird. Tut mir leid, Juan, ich würde dich gerne einladen, aber dürfen nur Lucateros kommen. Okay. Bist du drin? Letzte Zeit ist es wirklich ruhig geworden im Haus. Ich kann mich einfach nicht durchringen, ihre Lieblingsspielzeug wegzuwerfen. Jetzt bewahre ich es im Keller unter der Treppe auf. Okay. Komm mal runter. Nein. Ah, da komm mal rauf. Oder nicht? Irgendwie ist das schon witzig. Bist du Ferne? Stimmt, früher war ich eine echte Mamachita. Das kannst du glauben. Was ich hier kenne, muss ich hin, glaube ich, gell? Hallo Juan, danke für deine Hilfsbereitschaft. Versuche hier etwas Platz zu schaffen. Wir erwarten Leute von überall her, die zum Fest kommen. Selbst El Presidentes Tochter ist von der Universidad de Santa Lucia zurückgekehrt. Genug von dem Tratsch. Könntest du die leeren Weinfässer in der Ecke dort zertrümmern? Greif, ja. Ich Kraft, ich wusste, was in dir steckt. Der Präsident des Tochter hat immer gesagt, dass sie dein Potenzial ebenfalls erkennt. Was für ein nettes Mädchen. Ich bin so froh, dass der Botschaftersohn aus dem Spiel ist. Ja, und die Frau von El Minister. Was für ein Skandal. Hablando del Rey de Roma. Wen haben wir denn da? Hallo, frei, ich, Juan. Frei wollte, dass ich heute vorbeischaue. Ich habe dich hier nicht erwartet. Juan, du siehst so... Weißt du noch, als wir Kinder waren, wir haben uns gemeinsam so viel Ärger eingehandelt. Wow, das fühlt sich an, als wäre es ewig her. Du bist wirklich erwachsen geworden.
Auch sei frei, ich habe die Stühle gefunden, die du wolltest, ich bringe sie spät vorbei. Schön, könntest du zur Villa kommen und mir beim Tragen helfen? Ich würde wirklich gern Zeit mit dir verbringen. Wenn du willst, vielleicht könnten wir sogar zusammen zum Fest gehen. Was ist los? Hoffentlich bis später, Joan. Tschüss, frei. Wann hast du das gehört? Das ist deine Chance. Oho, viel besser als meine Telenovelas. Oha, wie oft muss ich den Kindern noch sagen, sie sollen nicht mit dem Feuerwerk spielen? Was wollte ich sagen? Genau, El Presidentes Tochter, du sollst sie wirklich mal treffen. Geh dich zum Herrenhaus und sprich mit El Presidentes Tochter. Drücke irgendwas, um da irgendwas zu sehen. Gut. Haben wir Map. Was darüber? Ja, was ist los? Ein paar Stühle fürs Fest, klar, ich mach's schon. Rette El Presidentes Tochter aus dem. Machen wir sie da rein. So, dann, hopp, rein. Ah, denn. Oh, da brennt's. Feuer, Feuer! Jetzt? Oh, da versucht das jemand den Helden zu mimen. Du bist weit weg von deinen Feldern, Agave-Junge. Das ist kein Ort für dich. Joan, lauf jetzt, bevor diese widerliche Skelett dich auch erwischt. Ha, was haben wir denn da? Ich hätte gewiss nichts dagegen, für diese Augen aus dem Schädel zu brennen. Dann Galaka, es wäre mir eine Freude, mich um diesen Eindringling zu kümmern. Und lass den hier mir, Flammengesicht. Ich könnte heute das Action vertragen. Lenzio! Ja, gehört schon, wie er hier wäre, könnte er mit diesen Aufgaben betraut werden. Leider ist er beschäftigt. Ich werde mich selbst um diesen kümmerlichen Jammer kümmern. Die Welt der Lebenden hat vielleicht jetzt beschlossen, mich zu vergessen. Doch dieses Mal werde ich ihnen keine Wahl lassen. Ich bin Carlos Calaca, Herrscher der Welt der Toten, und du bist nicht einmal ein Lucador. Mach dich bereit zu sterben. Aha! Oh, Carlos Calaca. Na komm her, mein Freund. Klopfe dir weg da. Wie geht das überhaupt? Nein! Leute, was habe ich verpasst? Keine Ahnung, bin ich gestorben? Was ist Scheiß? Hallo? Oh, da ist er her. Wo bin ich jetzt da hineingeraten? Gibt es da eine Karte? Oh, links ist hier der Schatz. Oh, hm? Irgendwo rauf eigentlich? Nee, kommt da nicht. Blippel. Mal drauf. Vielleicht muss ich von rechts dann entlang gehen oder von oben runter. Da sieht schon so aus, schau. Ah, denn. Blucho. Bin ich wieder weg da. Okay. Jetzt gehe ich nochmal zurück da. Kann nicht sein, dass da ein Versteck gibt, wo ich nichts machen kann. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es auch so wie bei anderen Games, dass man erst im Nachhinein, also später mal daherkommen kann. Da kann definitiv nichts machen, da, also hau ich es wieder ab. So, Pueblecho. Die Frage ist, muss ich denn hin? Zoomen. Das geht da. Und, oh, Mann. Okay. Sehe, wo es mein Ziel ist eigentlich. Ja. Hm. Jo, ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal rein. Ah, okay. Coole Sammeln da. Ah, wollte noch mit rein. Raus. Irgendwann kann man sicher höher springen oder sowas. Oder kann man es von da rüber? Achtung, hepp. Bitte. Oh, was gibt's denn da? Sehr gegrüßt, Juan. Ich bin Tostada, Hüterin der Maske. Interessant, dass sich die Maske dir offenbart hat. Calaca hat die Ordnung des Universums gestört.
Du hast bei dieser Sache sicher eine Rolle zu spielen. Wenn du diese Maske aufsetzt, schon wird ihre Macht dich in die Welt der Lebenden zurückbringen. Bist du bereit? Los. Aha. Schaut das böse aus. Mann, du Mann. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder da. Psst, Lucado. Der wird von bösen Skeletten angegriffen. Wir haben alle in der Kirche eingesperrt und ich fürchte, sie wollen sie niederbrennen. Rette uns! Also mit, bevor du gehst, wenn du dein aktuelles Ziel sehen willst, drücke die Dings-Taste. Na bitte, haben wir dich wieder. Jetzt geh bitte und rette die Stadt. So, es arbeitet mir nicht voll. Zweiter Spieler kann jederzeit einsteigen. Ah, das ist vielleicht lustig. Boah. Ah, komm her. Bitte, voll auf die Mütze, komm, bis dann eine. Schön, dass ich wirklich nicht viel drücken muss. Von der Steuerung ist wirklich simpel. Zack, mal hier drauf, jawohl. Muss ich das da rein, glaube ich, oder? Zurück, du Schurke! Hilfe, Hilfe! Du da, Lukaku, rette mich von diesem Esco, irgendwas! Aff, weg ist er! Vielen Dank, mein Sohn, aber wir sind noch nicht sicher. Die Stadtbewohner wurden auf der Toilette eingesperrt. Hilfe uns, wir haben Angst und es riecht widerlich hier drin. Ja. Kommen Sie! Jawohl. Ein dunkler Geist aus der Toten. Was war das? Jetzt. Oh. Okay, wird schon ein bisschen komplizierter dazu. Endlich, wir sind sicher, du hast uns gerettet. Freie sie die Stadtbewohner aus der Toilette. Uns heraus! Ich danke dir für alles, was du heute hier getan hast. Nicht genug danken, Lucadora. Ich fürchte aber um die Sicherheit von El Presidente und seiner Familie. Suche in Santa Lucia nach Hinweisen. Ich glaube, einige der bösen Skelette sind in diese Richtung gegangen. Tada. Musik mag ich. Da muss ich hin, da ganz rechts rüber, dann laufen wir mal. Oh, ob es da sonst auch irgendwas gibt, was man machen kann. Irgendwas mehr. So, aber schau. Ich meine, Nifiko, wie du mit dem Skeletten fertig geworden bist. Vielleicht könntest du mir bei deinem Problem helfen. Ein Haus wurde von Hühnern überrannt. Ich weiß nicht, aber sie sind in einem Gehege entwischt. Was nötig ist, um sie dahin zurückzubringen. Starke See, wirf sie, alles kein Problem. Meine Hühner sind hier die Zesten. Ich sehe jede Menge Sachen zu tun, glaube ich. Das sind die Hühner. Schauen, wo das ist meint, was du. Was? Moment, was? Finde deine Hühner? Drin vielleicht? Oh, da sind sie.
sie doch rein wieder, ha? Kann das sein? Raufschmeißen kann man es. Ah! Ah, jetzt haben wir es. Komm wieder raus, Hilfe! Alle drinnen, wunderbar. Auftrag geschafft. Grazie, Signore. Endlich hast du wieder Ordnung in mein Kiosa. Hier bin ich. Ja, ich hier, was? Ich habe gesehen, wie eines der Skelette dies in der Vorstadt verloren hat. Hoffentlich wird es ja von Nutzen sein. Willkommen, du Schönes. Ein Stückchen von dem Herz. Wo auch immer. Gracias, dass du die Stadt gerettet hast. Würde doch gern, was mit dem Kind da? Freier, aber er sagt, ich bin die beste Athletin in der Stadt. Hättest du damit gerechnet? Das ist ein nettes Game, das ist nichts. So Spaß, muss ich hinfahren. Hinter. Oh, Moment. Agavenfeld, da müssen wir hin. In die Richtung auf jeden Fall. Was mit den Hühnern auf sich hat, mit den Tauben, vielleicht muss ich mal prügeln probieren. Ja. Ah, schau. Da! Mit euch. Wenn man hinschießen soll und dann. Ja. Ah, ist der Chuan. Muss ich da hin? Na, muss ich nicht hin, oder? Schauen wir mal rein. Wo ist denn da? Also bin ich hergekommen. Das war mal so meine Bude. Ich bin ja der Chuan, nicht Depp. Tada. Was mit den Hühnern auf sich hat, wäre interessant zu wissen. Was kann man. Ah, Moment, oder? Was ist denn das? Ist da irgendwer? Ah, oh, wo ist das? Egal, so. Wo ist denn das, das Ziel, wo du hin musst? Warte mal, wo ist denn das nochmal da? Das ist Fragezeichen, aber wo ist das? Ich kann noch wie das mit der Karte. Ach. Mit Karte Y. Wo sehe ich noch? Luchita. Das heißt, ich muss da. Schnell reisen. Zurück? Nö, kann ich nicht. Ich muss einfach mal in die Richtung laufen weiter. Das Agaven fällt mir durch. Was könnte der zweite Spieler machen? War interessant zu probieren. Wie sieht das aus? Da. Jo, weiß nicht so recht. Blucho. Ah, ich bin der Depp, natürlich drauf muss ich ganz einfach. Bin ich richtig an? Bitte, Santa Lucia. Was gibt's denn da? Läuft, Bruder, brauchst du etwas? Ich habe nämlich was. Fähigkeiten, Kostüme. Kostüme. Okay. Hast du Fähigkeiten? Ah, okay, da kann man entsprechend aufrüsten. Das gesehen im Wald, in den Forest.
Chivo-Wald. Ja, da muss ich hin. Quer durch. Schauen wir, was da auf mich zukommt. Uah. Leg die Burschen. Das und das und das auch noch. Und das kriegst du auch noch rauf. Und uah, zack, zack, zack. Oh! Ja, da. Ich hupfe genau rein, ich depp. Hep, zack. Fliege ich noch, mein Freund, gell? Oh, was ist denn? Das ist ein Speedy Gonzales da. Du Ferner. Verstehen, Lucador, Befehl von Carlos Calaca. Halte ich ein weiterer Schritt und du bist tot. Was? Du möchtest wissen, wer ich bin? Ja, verzeih mal. Du scheinst ein ehrenhafter Lucador zu sein. Daher werde ich deine Frage beantworten. Mein Name ist Yagua Xavier. Ich war einst menschlich wie du. In meiner Jugend lebte und trainierte ich hier in diesen Welten ab. Ich bin zu einem mythischen Krieger, der edlen Königin diente und große Armeen zum Sieg führte. Doch das ist lange her, nun diene ich Calaca. Die letzten Tage vor der Erde stehen bevor. Ich schlage vor, dass du nach Hause zurückkehrst und die Tage mit ihnen verbringst, die du liebst. Boah, so ein Sturkopf. Als die Kirche gerettet, ein unnötiger Resultat. Deine Reise endet hier jedoch hier. Es schmerzt mich, einen Krieger wie dich zu unfeierlich abzufertigen. Du kannst aber nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Wow. Hilfe! So, was machen wir jetzt? Jetzt da? Fähigkeit? Mit meiner Kohle bekommen wir noch gar nichts. Was ist wurscht? Da drüber? Ja, nicht, da kann ich dir was machen. Nein. Sehr gut, oder? Wow. Du? LT oder R, um durch Nägel zu rollen. Kennst du was? Okay. Freunde, zack! Jawohl. Oh, 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 oh! Oh weh! Ich bin tot! Was ist
so kein Warten, da kommt man sofort wieder dran. Eine coole Combo. Aua. Ach man, hilft mir gerade noch. Was bist du? Von da rauf, hopp, 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 hopp. Hep, hep, hep. Sterne mit den Pfeile bedeuten, das ist mal interessant. Was ist denn da? Ist gar nix. Oh, wo bist du? Ah, ist du verrückter Lucador. Zerschätzt denn meine Chozo-Statue? Ei, Karamba, Mann. Ich habe nur etwa 15 davon übrig. Ich will Lucador zuerst schlagen und dann immer Fragestellung. Ich bin der große Huya Achivo, Fürst aller Ziegenmenschen, außergewöhnlicher Kriegsausbildner und König der hochbockbeinigen Strafen. Bevor wir beginnen, sag mir, ist deine Mutter Single, hat sie einen Kerl? Steht sie auf böse Jungs? Okay. Erklär mir, wie du hier gelangt bist und ich halte dich nicht nur kurz fest. Insbesondere nicht darüber, wie du zu diesem Maske gekommen bist. Bla 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 bla. So, da schnell tippen da. Künstliche Einweis, das war ein Lucador. Also, was kann ich jetzt? Die Statue, die du gerade zerbrochen hast, enthielt eine magische Kraft, den Hahnen. Uppercut. Okay, nach oben, um diesen mächtigen Move auszuführen. Mit dem Move kannst du rote Blöcke zerstören und kannst du sogar in die Luft ausführen. Super. Sei jedoch vorsichtig, wenn du ihn zu oft einsetzt, bist du nicht eine Weile erschöpft. Schauen wir, ob das was bringt. Booster, Uppercut. Hahnen, Uppercut. Da wollen wir mal. Erschöpft, okay. Aber den kann ich nach oben schlagen. Nach unten geht da nichts, oder? Was ist ja hier? Dann? Ach so, mit der Kombination. Gut, eh so wie es so steht eigentlich. Eben. Ja, da werde ich sicher andere Schläge auch machen können zur Seite. Da kann ich sicher dann einmal diese die Zusatzsachen finden. Ja, okay, okay. Oh. Und das Jump'n'Run eigentlich. Kann man das nicht so großartig jammern? Da darf ich nicht rein, wie es ausschaut. So. Daneben hüpfen würde, würde das nächstes funktionieren, vielleicht so jetzt hat. Ist er nicht durch? Okay. Ah, so rum. Okay, hüpfen und dann nach oben schlagen. Ah. Ah, okay. Oh.
Ja, ich würde sagen, gesehen haben wir, was da machbar ist. Kriegst du Gegner für die, haben wir die Luft. Bitte. Das sind böse Geschöpfe. Aua, 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 aua. Schau raus da, wir sind ja rauf hoch. Ein bisschen bessere Kombination, weil da alle kommen. Auch sein. Jetzt müssen wir es lassen. Also auch ein nettes Game, was hier bei Xbox Live Gold zur Verfügung steht. Für alle Goldmitglieder. Ja, laden uns als Jump'n'Run und sicher zu zweit auch vielleicht lustig. Muss ich anschauen. Ja, angespielt. Sagt mal, ob ihr es weitersehen wollt oder nicht. Ich finde es nicht so schlecht, dass ich sagen würde, nein, spiele nicht. Ja, ist ein nettes Game. Zwischendurch. Danke. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.